Die politisch motivierte Kriminalität im Land hat abgenommen. 107 Delikte weniger als im Vorjahr, da waren es noch 1108, konnten 2014 verzeichnet werden. Das berichtete Innenminister Lorenz Kaffier am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Trotzdem kein Grund zur Freude, denn mehr als zwei Drittel dieser Delikte sind dem rechtsextremen Bereich zuzuordnen. Knapp 340 dieser Straftaten konnten nachgewiesen werden. 75% der rechtsextremen Delikte sind sogenannte Propagandastraftaten. Während das Ministerium 2013 noch einen Rückgang der linksextremen Straftaten sah, gab es 2014 nun einen Anstieg von über 100%. Insgesamt 190 Straftaten wurden erfasst. Polizei und Ministerium setzt den Anstieg in Zusammenhang mit der Europawahl im letzten Jahr und dem verbreiteten Auftreten der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland.